Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Stardew Valley, meine lieben Tomodachis. Ja, ist, und irgendwie ist das nichts Neues, aber es ist mal wieder ewig her. Aber diesmal lag es tatsächlich daran, dass ich 5 Wochen krank war. Ich hatte schön 5 Wochen mit Covid zu kämpfen. Absolut ungeil, absolut ungeil. Dazu aber gleich mehr. Ja, ich muss jetzt, aber das kennt ihr ja auch bereits, erstmal hier wieder, ach, ich brauche zweimal. Ich muss erstmal hier wieder ankommen. Ja, Pranke, das ist wirklich nichts Neues. Sag ich ja. So. So, sind die letzten Buddeln fertig? Nope. So, irgendwie ein schöner Anblick. Jetzt, wo das Haus so fertig ist und so. Ich finde das ganz nett geworden. Ich muss mir das gerade nochmal selber angucken. Ich finde es ganz nett. Oh, okay, was auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, dass wir Robin, genau, als Freundin uns erkämpfen. Und wie gesagt, dadurch, dass es jetzt so lange her ist, weiß ich gerade gar nicht mehr, hatten wir noch die Baustelle oder... Komm mal her, Pegasus. Oder war die abgeschlossen? Ich bin mir da nicht sicher. So. Zack. Hallo, ihr lieben Tiere. Ich weiß, ihr seid nachtragend. Okay, das ist der Stand der Dinge. Warte mal, ich entferne mal den Trüffel hier. Und bevor ich es vergesse, gehe ich mal kurz hier rein. Okay, ist noch nichts Neues geschlüpft. So, der Stall war soweit, glaube ich, komplett ausgebaut, ne? Genau. Der Strauß ist da oben schön am Brüten. Geilerweise. Die Heizung steht, glaube ich, falsch. Kann das? Warte mal. Yep, die steht falsch. Das korrigiere ich direkt. Das ist der innere Monk, der mich dazu zwingt. Bop. Hier musst du hin. So. Gut, dann können wir nämlich das Silo in Auftrag geben. Tiere, ihr kommt gleich dran. So, Silo. Was brauchten wir denn? Ich glaube... Kupferbarren? Ich weiß aber nicht mehr, wie viele. Kupferbarren? Ich weiß es echt nicht mehr, das ist... Das ist aber ja auch schon eine Weile her jetzt wieder, was die Dinge gebaut haben. Ich wette, uns fehlt irgendetwas. Das stellen wir dann gleich fest. Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Es gab ja einen Rums in der letzten Aufnahmesession am Ende. Okay. Jetzt, ja, wie gesagt, jetzt erinnere ich mich wieder. Wie gesagt, das ist ewig her, dass ich aufgenommen habe. Das ist auch länger her als die 5 Wochen, wo ich krank war. Weil, ja, davor habe ich halt ja die Sessions, die ich hatte, zerschnibbelt, hochgeladen. Dann habe ich mir Pause gegönnt, weil, ne? Ja, warte. Hofgebäude errichten. Fuck. Genau, Lehm. 5 Kupferbarren passte. Lehm, ich komme gleich wieder, aber... Was wir schon mal machen können. Was wir schon mal machen können. Ist. Ihr das Geschenk machen. Upsala. So. Bla bla bla. Danke. Eben kurz mit ihr reden. Das wissen wir auch schon. So. Gut. Soweit, so gut. Wir kommen gleich wieder, Robin. Lehm. Schnell Lehm holen. Ja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, vor den 5 Wochen war das schon so, dass ich mir da Pause gegönnt habe, weil der Buffer war ja groß genug, ne? Ja, und wie das so ist. Und jetzt bin ich echt knapp davor, dass mir die Folgen auslaufen. Ich habe noch bis zum 4.5. Folgen und aufnehmen tue ich jetzt am 30.4.
Und da mein Internet ja so lahmarschig ist. Ich nehme einfach alles mit. Da mein Internet ja so super lahmarschig ist, ist das schon eine sehr, sehr knappe Nummer, weil ich muss das ja dann erstmal noch wieder nach dem Aufnehmen zerschnibbeln. Und dann, muss ich das Ganze ja noch benennen und dann hochladen. Peu à peu wieder. Aber so viele Sessions werden wir vermutlich ja sowieso nicht mehr haben, weil, ja, wie gesagt, das Let's Play nähert sich dem Ende. Es sind jetzt nur noch Kleinigkeiten, die ich quasi erledigt wissen möchte. So. Jetzt aber. Würdest du damit bitte weggehen? Danke. So. Sie wird morgen früh anfangen. Das heißt, wir können sie dann bei uns besuchen. Und ja, jetzt geht's erstmal an die Tiere. Und ja, die Beeren könnten wir sammeln. Ist alles schön, alles gut. Aber wir haben auch eigentlich genug Stuff. Wo platziere ich denn jetzt mal mein Pferd? Eigentlich ist egal, ich laufe so durch die Stallung jetzt. Fangen wir wie immer vorne an. Lass ich Pegasus halt hier stehen. So, komm mal her, du Ausreißerkuh. So. Ja, und wie immer gilt, wen wir erwischen, erwischen wir. Wen nicht, den nicht. So, lass mich erstmal rein hier. Oh Gott, oh Gott. So wie es gerade ausschaut, habe ich die Tiere schon wieder hart vernachlässigt. So, Geld ist ja jetzt auch nicht mehr so wichtig, deshalb verarbeite ich die gerade nicht. Aber falls das irgendwann mal wieder notwendig sein sollte, dann haben wir halt aber auch eine gute Halde schon. Oh, nein, stopp. Nein, stopp. Das passiert halt immer so schnell. Warum habe ich denn beim letzten Mal die Tiere vernachlässigt? Wie gesagt, dadurch, dass es jetzt so lange her ist, kann ich das auch gar nicht mehr so wirklich rekonstruieren. Irgendwas werde ich wohl gemacht haben, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr. Ich meine, wer merkt sich sowas auch? So. Schön Stuff sammeln. So, ist hier noch was versteckt? Jawohl, 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 jawohl. Jawohl, ja. Ja, ihr rennt alle wild durcheinander hier. Das ist ja unglaublich. Beengte Freilandhaltung ist das hier. Aber immer noch besser als komplett eingekerkert. Muss da jetzt mal gucken, wie viel Fressen wir da noch haben. Ich weiß, dass ich in der letzten Aufnahme auf jeden Fall gekauft habe, aber ich kann es auch dementsprechend, da ich mich nicht mehr erinnern kann, nicht richtig einordnen, wie lange das her war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. So. Wir müssen bald schon wieder Futter kaufen, ey. Das ist echt brutal. Das ist wirklich brutal. So. Währenddessen, ich kann es jetzt sagen, weil die Folge eh später rauskommt. Währenddessen habe ich aber auch ein anderes Let's Play auch noch in Bearbeitung gehabt, wo ich aber geschwiegen habe. Und zwar Tunic. Also ich habe meinen Tunic Run, meinen ersten Tunic Run, den habe ich komplett aufgezeichnet. Weil, ja, das Spiel habe ich mir ja gekauft zum Geburtstag und hab's dann dementsprechend auch gespielt, weil ich da Hype drauf war, weil ich da Bock drauf hatte und ja.
Ich dachte mir, wenn du eh spielst, kannst du ja einfach mal unverbindlich aufnehmen. Hab das dann halt auch gemacht und dadurch ist halt ein neues Let's Play entstanden. Eigentlich auch mal ganz schön. So. Hab ich einfach mal die Gunst genutzt und hab quasi aus dem ich zock privat eine kleine, okay, ich mach einfach doch eine Let's Play Session daraus gemacht. So, was will ich jetzt hier eigentlich alle? So, muss mich erstmal sortieren. Das muss auf jeden Fall weg. Das muss hier wieder rein. Wenn wir dann schon mal dabei sind, das hier, Hasenpfoten, das war's für hier, auf jeden Fall, so, wieder sortieren, dann haben wir Geode auf jeden Fall, zack, dann haben wir das gute Zeug, ansonsten haben wir auf jeden Fall Eier. Und noch mehr Eier. So, und der Rest vom Schützenfest. Der wird auf jeden Fall verhökert. So. So, komm mal mit. Auch wenn ich hier unten noch in den Kuhstall und so muss. Ich park dich mal kurz hier. So, nehmen wir mit. Ja, warte. Wie gesagt, wen ich erwische, erwische ich. Wen nicht, den nicht. Kannst du eh nicht wirklich anders beeinflussen, das Ganze. Nee, na. Ich dachte schon, die will nicht grüßen. Die alte Zibbe. So. Okay. Hallo Küken. Auch wenn du verkauft wirst, glaube ich. Yep. Aber solange das Küken nicht verkauft ist, kann man ja immer noch nett sein, ne? Da muss man ja nicht rumarschen. Da hat die Aufnahme gerade wieder kurz gehangen. Uncool. Na. So. Nein. Mensch, ich will den Trüffel. So. Hallöchen. Na. Warte. Sammel direkt die hier ein. Ach, die gehen alle schon wieder rein. Hatte ich euch. So. Ja, wie gesagt, wen ich jetzt nicht erwischt habe, Pech gehabt. So, das läuft, glaube ich, soweit zu unseren Gunsten. Das sieht ganz gut aus. So. Wobei ich hier vielleicht später, wenn die ausgewachsen sind, alles zupflaster. Mal gucken. So, die eine Ziege glitscht da am Zaun rum. Komm mal her. Die Schleimsies, die interessieren mich ja gerade bekanntlich auch eher weniger. Hatten wir dich? So. Oha. 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 Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt für die Bäume noch so wichtig ist, wenn die ausgewachsen sind. Also ob das so schlimm ist. So. Wie schaut's dann an der Front aus hier? Okay. Dementsprechend ist im Gewächshaus vermutlich auch noch nichts fertig, oder ja? Wir werden's sehen. So. Da bin ich gespannt. Die müssten sich ja auch noch auf 10 erhöhen und was die dann fordern, quasi. Was die dann nochmal von uns haben wollen. Okidoki. Rein da. Gut. Gut, 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 gut. Zack. So, da war das Spiel gerade wieder am Haken. Das war. Ich verstehe es halt nicht. Vor allem, das ist irgendwie nur bei Stardew Valley so. Und ich weiß nicht, warum das so ist.
Bisher zumindest kann ich das absolut nicht sagen. Warte, ich gehe erst kurz an den Kühlschrank. Oh yeah. Irgendwie gefällt mir das Haus so, wie wir das jetzt haben. So. Was wir haben wollen, ist die richtig gute Milch. Falsches Fach. Guten Morgen. Hier, ne? Ja. So. So. Hier hätte ich allerdings die reinschmeißen können. Und natürlich das hier direkt. Okay, gut. Das hätten wir. Schwuppdiwupp. Schwupp dich. Ich bin der Frühling oder so. So. Bisschen was verkaufen, das heben wir uns auf. Das heben wir uns auf. Kirsche. Zack. Da hat es gerade wieder gehakelt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Das ist nur bei Stardew so. Und manchmal, wenn ich das sage, ist aber auch in der Aufnahme soweit alles okay. Also ich verstehe es nicht so wirklich, muss ich gestehen. So, okay. Hä? So. Pfirsich, aber das sind die normalen. Ah, hier. So, dann Aprikose oder was das ist. Genau. Zack. Komme ich von hier an die letzte Kiste? Tatsächlich. Ja. Das hier rein. Und dann war es das schon wieder. Das können wir jetzt eigentlich auch weglegen mittlerweile. Ja, cool. Aber hier ist alles voll. Weil ich das Tool... Oh, fuck. Wir hätten sogar noch eine Heizung gehabt. Ja, blöd, wenn man den Inhalt seiner Kiste nicht kennt, ne? Naja, machst du nichts dran. Können wir die wohl noch irgendwo im Haus aufstellen? Einen oder so? Ich guck mal. Sonst noch irgendwas Cooles? Das Ding hier eventuell noch? Ein Bild einer Schlange. Das nehme ich aber vielleicht mit zur Insel. Ich weiß noch nicht genau. Dann haben wir auch noch die hier. Aber ich glaube, die passen nirgendwo so richtig rein. Die nehme ich vielleicht auch mit zur Insel irgendwann noch. Das Haus auf der Insel würde ich eventuell auch noch einrichten. Im Let's Play. So. Wo könnte man denn eventuell noch was hinstellen? Hier oben ist natürlich komplett zugeklumpt. Der Flamingo oder was das da ist, der würde eventuell noch hier irgendwo ins Kinderzimmer passen. Das wäre ganz cool. Einfach hier zu dem Jungen. So. Sieht halt ein bisschen kindlicher aus, als wenn die noch mehr Spielzeug hätten. Das ist soweit ganz cool. Kakteen. Kann man das Hähnchen nicht hier noch irgendwo platzieren? Ich habe ja noch ein bisschen Tageszeit. Ich meine, hey. Was war hier nochmal drin? Auch Möbel und so ein Quatsch, ja. Und noch mehr Bilder. Und den. Wahrscheinlich damit ich den nicht aussehen verkaufe oder so. Aha, aha, aha. Hier passt das Hühnchen nicht so wirklich rein. Schlafzimmer auch nicht. Hier eventuell noch. Als Dekoration. Hier so vielleicht. Warum nicht? Oh. Hatte ich sie heute noch gar nicht gesmoocht? Ich ungehobelter. So, mit Robin dann erstmal reden. Geschenke hat sie. Wie viele Sterne braucht man nochmal? Herz meine ich. 6, glaube ich, ne? Damit die uns das Rezept gibt, meine ich. Wie gesagt, hier oben ist eh alles zugestellt. Sehr hutzelig.
Wir könnten den Stadio-Takt beenden. Inventar ist ja soweit leer. Warte mal. Warte mal, warte mal. Hä, wo war denn? Ah. Ah, okay, da kann ich aber auch leider nicht das reinpacken. Ich hoffe, ich weiß, dass ich die hier reingepackt habe, wenn ich die irgendwann suche, aber die brauchen wir erstmal nicht mehr im Inventar. Ja, so ist der Stand der Dinge. Weil wir müssen ja gerade nichts mehr ausschöpfen an Gold, um, oder beziehungsweise, ja, an Gold, aber ja, ihr wisst, was ich meine, halt, um an Fossile zu kommen, wie den Kollegen hier und so. So, okay. Dann würde ich sagen, ab ins Bett. Aber hallo, gehen wir schlafen? Geld kommt reingeflattert ein bisschen. Sehr schön.